Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nintendo. Wir sind hier mal wieder zusammen mit dem kleinen Baloo. Da kommt auch schon angekrabbelt, der Clown. Wieso war da gerade eine Fliege? Wieso ist da eine Fliege um seinen Körper rum? Wir schauen erstmal, wie es dem kleinen Baloo hier geht. Und zwar ist... Oh mein Gott! Er ist dreckig, er ist am Verhungern und am Verdursten. Was hast du denn gemacht, du Kleiner? So, dann kriegst du hier erstmal einen tollen Pömpel-Trockenfutter und dann gebe ich dir auch sofort nochmal ein bisschen Wasser, du Kleiner. Der ist... Und dann frisst du nicht mehr was, oder wie? Das ist doch ein richtiger Baloo. Da steht, der ist am Verhungern und dann hat er da was zu essen und dann isst er das nicht mal. Ist der denn dumm? Das ist ein typischer Baloo. Ach, da hat er es jetzt. Können wir den nicht rein theoretisch mal eben anstupsen? Ich glaube, Essen steht bei ihm gerade über alles. Und dann wird Baloo jetzt auch noch mal eben ein bisschen gewaschen, weil er ja unglaublich dreckig war. Oh mein Gott, ist der dreckig, Alter. Im Vergleich zum letzten Mal sind ja seine kleinen Bläschen da komplett dreckig. Gefällt dir das? Das erstmal schön abspülen und dann machen wir danach doch mal rein, theoretisch. Wir können ja eigentlich noch mal kurz drüber gehen, oder? Das sieht doch schon mal ein bisschen sauberer aus, kleiner Baloo. Noch mal schön mit dem Wasserhahn drüber und dann bist du gleich wieder wie ein neugeborener Hund, du. Das ist nicht wahr. Da steht noch immer nicht, dass der komplett sauber ist. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Sonst habe ich... Oh mein Gott, wie der Tisch wackelt, wenn ich hier den Hund am Putzen bin. Sonst hatte ich immer einen State abgespeichert bei diesem Emulator. Und jetzt habe ich einfach mal so weitergespielt, weil ich dachte, ja... Brauche ich, glaube ich, nicht. Und deswegen ist er jetzt, glaube ich, auch so dreckig, hungrig. Und aber jemand sieht jetzt wunderschön aus. Da Baloo nun sauber ist, können wir ja rein theoretisch mal eben einen Spaziergang machen, weil mir wurde gesagt, dass ich im Park trainieren kann. Für die Wettbewerbe. Ich weiß zwar nicht, wo hier ein Park ist, aber wir gehen einfach mal hier den Weg, damit wir hier was bekommen. Dann gehen wir... Wie kann ich denn in so einen Park rein? Ich habe die Route jetzt an zwei Parks vorbeigezeichnet. Also wenn wir da jetzt nicht trainieren können... Baloo... Du Dummkopf! Ich will weiter mit dir jetzt. Mann! Baloo hat wieder etwas gefunden und zwar ist es... Wieso findest du keine anderen Hunde? Du erhältst eine Einwegkamera. Scheint kaputt zu sein. Wieso freust du dich über so einen Schwachsinn? Mir haben viele gesagt, dass es eigentlich gut ist, dass Baloo auf diesem Weg... Mir haben viele geschrieben, dass es gut ist, dass Baloo auf diesem Wegen hier pinkelt, weil soll er sonst meine Wohnung pinkeln oder wo? Oh, da, Baloo, da ist was, da war was. Ich glaube, ich habe gerade alles größer gezogen hier. Ich hoffe, das passt jetzt wieder von der Größe. Nein. Das könnt ihr mir wirklich nicht erzählen, dass ein Hund auf 100 Metern dreimal pinkeln muss. Er hat etwas gefunden und zwar... Schon wieder nur ein Geschenk. Du erhältst eine Einwegkamera. Scheint kaputt zu sein. Wow. Baloo. Jetzt. Viermal. Neuer Rekord. Können wir nicht irgendwo in so einen Park gehen, wo wir so ein bisschen trainieren können? Weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man in den Park gehen kann. Wie kann das sein? Oder kann ich irgendwie auf Wettkämpfe und dann auf Training oder auf irgendwas gehen? Ach, guck mal, ich kann hier sogar jetzt meinen Namen hier ändern. Wie nice ist das denn? So, Trainer ist jetzt Luca. Das haben wir jetzt bestätigt. Und Bild haben wir, nehmen wir so eine alte, verschrumpelte Frau einfach mal. Geburtstag ist eingerichtet und dann nehmen wir als Status einfach mal. Hallo, mein Name ist Luca. Das passt sogar perfekt dahin. Dann klicken wir da auch wieder auf Bestätigen und wir haben 97 Trainerpunkte. Das ist so circa gar nichts. Freunde habe ich auch keine. Wie im echten Leben. Du kommst gerade erst von einem Spaziergang. Gönne deinem Hund etwas Ruhe, bevor du wieder mit ihm spazieren gehst. Der hatte eine Woche lang Ruhe. Ich schaue gerade schon nach neuen Hunden, aber die kosten alle so über 500 Euro. Und da komme ich einfach nicht hinterher mit meinen 400 Euro und 50 Groschen da noch. Guck mal, ich kann hier mit anderen Hunden auch irgendwie spielen, Mann. Wie nice ist das denn? Okay, dieser Hund wird perfekt zu Baloo passen mit seiner Art hier schon wieder. Gott, ey. Was will der hier die ganze Zeit? Was ist das für ein Hund? Wir müssen einfach mal so ein bisschen trainieren gehen. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich irgendwie... Hier kann ich zwar eine Disc kaufen oder eine Gummibürste oder... Ach komm, wir können eigentlich mal eine Gummibürste kaufen. Weiß zwar nicht, was man damit machen soll, aber... Nee, ist viel zu teuer. Ach guck mal, wir haben Musik. Du
Geht nicht. Schaut mal, wir können mit Seifenblasen. Okay, können wir anscheinend doch nichts mitmachen. Kombalu, fang! Korrekt, Mann, danke. Und hey! Nice, Balu. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Hacks für dieses Spiel kennt oder irgendeine Möglichkeit, wie wir in den Park gehen können, um trainieren zu gehen oder ob wir irgendwie Geld, wie wir Geld verdienen oder wie ich denen beibringen kann, dass wir Disc spielen. Und dann war es das auch schon wieder mit die... Oh nein. Jetzt ist der hier auch noch runtergefallen. Dann war es das auch schon mit dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, würden wir definitiv uns über eine Bewertung freuen. Für ihn. Sonst weint er.